Wir gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Willkommen im neuen Leben, Matthias Platzek. Kaum noch, soll ich auch warten? Wenn ich hier von Äpfeln umstellt werde. Sie mögen Äpfel gerne, ne? Können Sie die auch auseinanderhalten? Nee. Also ich kann sagen, was schmeckt und was nicht schmeckt. Also Boskop würde ich jetzt nicht nehmen, der ist, glaube ich, wenn er nicht zu Apfelmus gemacht wird, ein bisschen sauer. Okay, wollen Sie mal Elster probieren? Spricht irgendwas gegen den? Überhaupt nicht, im Gegenteil, sonst würden wir hier nicht auftischen. Na, wisst man ja nicht. Giovanni. Ja, gerne, Judith, bitteschön. Lecker. Hast du gerade zurück? Wir haben die Zeit, bis du wieder da bist, mit Apfelessen überbrückt. Friedrich Lichtenstein Schell. Mach doch mal was Gesundes. Was soll ich denn machen? Ja, Essen. Also, okay. Apfelessen. Kann ich den Boskop haben? Weil ich finde, ich mag die am liebsten. Ja, können wir mal tauschen. Sehr gut. Julia, wie geht's Ihnen denn? Gut. Im neuen Leben. Ja, ich glaube, das mit dem neuen Leben, das ist immer auch so ein bisschen mehr. So was, wenn man 2,5 Jahrzehnte irgendwo drin war, ich glaube, das kann ja jeder bestätigen, und macht dann was anderes, gibt es eine Ausklingkurve. Also das geht ja nicht, man kann ja nicht von heute auf morgen sagen, so. Und alles, was bisher war, lasse ich jetzt. Da haben sich ganz viele Dinge entwickelt, da haben sich Beziehungen zu Menschen entwickelt, zu Organisationen, da gibt es Verpflichtungen und. Das ist ja nicht das nackte Ministerpräsidentenamt, sondern eine Menge drumherum. Und das Schöne ist, manchmal auch nicht so schön, dass jetzt alle denken, also wenn du in irgendwelchen Vereinen, Verbänden, Institutionen bist, ist ja ein Ministerpräsidentenamt auch ein gewisser Schutz, weil du gehst dann zwar in so eine Sitzung rein, aber jeder weiß, nach einer Dreiviertelstunde musst du weiter. Perfekt. Ja. Jetzt beginnt jedes damit, dann platze ich, jetzt hast du doch Zeit. Und dann dauert es meistens schon mal wesentlich länger. Das müssen Sie uns besser erklären, weil Ende vergangenen Jahres haben Sie erklärt, Sie nehmen sich Februar, März eine Auszeit. Ja. Sie machen zum Beispiel eine Kur. Jetzt sitzen Sie, worüber wir natürlich sehr glücklich sind, bei 3:09. Haben Sie die Kur unterbrochen oder erst gar nicht angetreten? Nicht angetreten. Geht auch so. Warum? Weil keine Zeit war. Ganz einfach. Ja, weil es einfach noch nicht geht. Das ist alles noch in Schwung. Es gibt ja diesen berühmten, leider kürzlich verstorbenen Journalisten Jürgen Leinemann, der immer wieder beschrieben hat, wie Politiker nicht loslassen können, weil sie süchtig sind. Ist da was Leinemann dran? Leinemann hat was anderes beschrieben. Also Leinemann hat vielleicht auch gar nicht so falsch glaubt er entdeckt zu haben, dass man von der Macht nicht lassen kann. Das meine ich im Moment nicht. Von der Macht habe ich total gelassen. Aber es gibt ja andere Dinge im Leben noch, die trotzdem, ich habe es eben gerade versucht zu schildern, die da sind, die auch gemacht werden müssen und die man jetzt statt einer Dreiviertelstunde dann mit 2 oder 3 Stunden Zeitvolumen macht. Ich habe mir ein paar Dinge dabei auch gesucht, die, also eine meiner Leidenschaften sind Russland und Osteuropa. Ist im Moment nicht so einfach, ja, das gebe ich zu, aber ich glaube trotzdem, dass bei allen großen Schwierigkeiten wir sehr, sehr, sehr darauf achten sollten, dass wir mit Russland Ebenen finden, dass da Zukunft möglich ist. Weil wir werden eine vernünftige Zukunft ohne dieses größte Land der Welt, das darf man ja nie vergessen, neuen Zeitzonen, werden wir nicht organisiert bekommen. Und ich teile überhaupt nicht, was jetzt der liebe Putin dort tut. Aber erstens ist Russland mehr als Putin, viel mehr. Und zweitens muss man trotz der schwierigen Situation versuchen, auch nicht zu entschuldigen, was da passiert, aber wenigstens sich zu erklären, warum es passiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns zu wenig Mühe geben, uns dieses große Land zu erklären. Und bei unserer Geschichte hätten wir allen Anlass, da nicht nachzulassen in dem Versuch, es zu verstehen, was da passiert. Und darum will ich mich bemühen, zumindest. Herr Kaiser. So interessant Putin und die Ukraine im Moment sind, ich würde so wahnsinnig gerne nochmal auf Ihre Zeitzonen zurückkommen. Sie gelten ja auch als jemand, der nicht nur angekündigte Kuren nicht antritt, sondern auch Ärzte nicht besonders gerne aufsucht. Ach, ich habe gute Freunde, die Ärzte sind, zwei unserer Kinder sind Arzt geworden. Lassen Sie sich gerne untersuchen vom Arzt? Nö. Warum nicht? Weil Sie sagen, die finden immer was? Das ist doch nur eine alte Weisheit. Wenn du erst mal damit anfängst, kommst du kaum wieder los. Und
Da muss man irgendwie versuchen, wieder wegzukommen. Aber und wie geht das zusammen? Sie sind, zweimal haben Sie einen Hörsturz gehabt. Einmal einen Nerven- und Kreislaufzusammenbruch. Einmal einen Schlaganfall. Fängt man dann nicht an zu sagen, vielleicht sollte ich doch lieber auf den Arzt hören? Ja, Giovanni Di Lorenzo, ich sag's mal jetzt umgekehrt. Das stimmt alles. Ich habe da auch nie einen Hehl draus gemacht, ja, weil ich sowieso denke, in unserer Gesellschaft irgendwas geheim zu halten, ist sowieso Blödsinn. Die NSA weiß es längst und alle anderen wissen es dann auch irgendwann. Und ich sage aber auf der anderen Seite, ich war am Ende der dienstälteste, das dienstälteste Mitglied einer Landesregierung in Deutschland mit 23 Jahren. Also ganz so ist es dann auch nicht. Und dass man da ein paar Nackenschläge kriegt auf so einem Weg. Und wenn man, ich habe auch so den Nachteil, den jeder hat seine Konstitution und kann da auch wenig dran ändern. Mir ist nie ein dickes Fell gewachsen. Manchmal habe ich es mir gewünscht, das gebe ich zu, weil dann schläft man besser. Ich habe Dinge immer, die mich am Tag erreicht haben, nachts mitgenommen. Das ist nicht unbedingt gesundheitsfördernd, nicht unbedingt. So, und dann muss man damit rechnen, dass man ab und zu mal, wie gesagt, sowas mitkriegt. Aber ich bin ansonsten mit dem lieben Gott haderisch überhaupt nicht. Der hat mich das 2,5 Jahrzehnte durchhalten lassen. Mir hat es immer Freude gemacht. Ich gehöre zu denen, die Politik richtig gerne gemacht haben und auch weiter auf anderen Ebenen mache. Und von daher habe ich mich nicht zu beschweren. Also in der Mark ist, in Brandenburg ist das der höchste emotionale Ausbruch, da kannst du nicht meckern. Und ich kann über mein Leben nicht meckern. Und nein, im Gegenteil, es war so, ja so, was dass mir da die Tatsache, dass Sie diese Krankheiten öffentlich gemacht haben, haben Ihnen ja auch viele Sympathien eingetragen. Ja. Helmut Schmidt. Ist aber auch komisch, ne? Ja, naja, weil es so wenige tun, das kann ich erklären. Das Kinder, ich bin krank und schon mögen sie dich. Na gut. Na, vielleicht gibt es ja mal eine Erklärung. Die Leute identifizieren sich mit Ihnen, weil sie sagen, ich habe auch schon das eine oder andere mitbekommen. Nackenschläge. Ja, ich sag mal, ich habe ja vorhin aufmerksam zugehört, als es nicht nur um Sex ging, sondern ums Scheitern auch im anderen Leben. Sie hat ja auch kein Sexbuch geschrieben, wir müssen das unbedingt nochmal klarstellen. Weil es, ich sag mal, wir haben doch alle, und da ist wirklich der Beruf, glaube ich, relativ wurscht. Ich wehre mich auch dagegen zu sagen, Politikerberuf ist ein super Stressberuf. Ist er in Teilen, meistens frei gewählt, aber es gibt ganz viele andere Berufe. Ich sage immer, mein hoher Respekt, wir haben noch Stahlwerke in unserem Land, glücklicherweise. Und ich war da auch immer mal, und da zu sehen, an so einem Abstich, das muss man einmal mitgemacht haben. Und bei einmal ist man schon beeindruckt, bei den Temperaturen so einen Job zu machen. Und die da stehen im Schichtdienst, machen das ihr Leben lang. Und fast jeden Abend oder jede Nacht. Und da sage ich mal, mein Gott, da hat jeder sein Ding zu tragen. Und dann muss er irgendwie sehen, dass er sich so organisiert, dass er damit einigermaßen gut zurechtkommt. Mhm. Möglichst wenig zum Arzt geht, Entschuldigung, aber sollte man ja wenigstens das versuchen. Das ging an Sie, Julian? Mit jedem Gesundheit. Übrigens, ich hätte an Ihrer Stelle ihm vorhin eine Rechnung geschrieben. Das war eine Privatsprechstunde, die er ja gemacht aber hat. Aber war doch entspannend, oder? War doch entspannend. Da sollten wir fitter werden. Können Sie machen, wird sofort beglichen. Ja? Ich krieg Äpfel dafür, ist okay. Ja. Wenn Sie auf die folgende Frage nicht antworten wollen, ist das für mich okay? Aber das hat, würde mich schon interessieren, weil, gerade weil wir die Sendung begonnen haben mit Katrin Bauerfeind und dem Buch über immer wieder Scheitern, auch wenn es manchmal kleine Sachen sind. Wenn man 5 Monate Vorsitzender war der ältesten deutschen Partei, so wie Sie, und dann sagt, ich höre auf, wägt man das dann ab innerlich und sagt, das könnte mir als Scheitern ausgelegt werden oder ich empfinde es gar selbst so? Wissen Sie, dass mir völlig wurscht war in diesen Tagen, dass es mir als Scheitern ausgelegt wird. Ich bin insbesondere durch meine beiden Großväter sehr von mir aus altmodisch preußisch erzogen. Wenn du eine Verantwortung übernimmst, dann nimm sie wahr mit Haut und Haar. Und das nicht gekonnt zu haben, das hat mich in diesen Tagen noch mal doppelt fertig gemacht. Weil da war mir wirklich das Echo egal. Und man denkt ja immer, Ihre Kollegen, Journalisten und andere denken immer, es geht vor allen Dingen um das Echo draußen. Damit muss man erst mal selber, wenn man da die Träte da am Arm hat und die Decke anguckt, sich zu überlegen, das musste vor dir jetzt rechtfertigen. Ich sag mal, für mich war diese Wahl als SPD-Vorsitzender, sie kam unverhofft, weil es keiner geplant hat, dass Franz Müntefering zurücktritt. Aber in diesem Moment läuft das wie ein Film vor dir ab, dass du plötzlich in Fußtapfen von August Bebel oder Willy Brandt stehst und da erzitterst du sowieso. Und dass du das dann nicht bis zu einem vernünftigen Ende bringen kannst, das hat mich
das hat mir einen ganz Teil Haare gekostet, die ich heute nicht mehr habe. Und das war eigentlich das Schlimme dabei, weil ich, wenn ich Verantwortung übernehme, werde ich ihr gerne gerecht. Und das konnte ich da nicht. Und das hat mich lange, lange Zeit beschäftigt. Mhm. Ist einfach so. Ja. Katrin nickt überzeugend, oder? Er wirkte so gerührt gerade und ich war so dabei. Ja. Also, Entschuldigung. Ja, es war so. Ja, es war einfach der Moment. Also, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich habe dich einfach nur genau beobachtet. Ja, und ich habe ihn genau beobachtet. Genau. Geil. Ich finde aber auch interessant, dass man was als Scheitern auslegt, was eigentlich nur das Gehirn angeht. Weil eigentlich war es ja auf der anderen Seite, hat man im Körper, was, der Körper hat gesagt, so hier hört's auf, ich brauche jetzt irgendwas, das und das, aber das nicht mehr zum Beispiel. Und eigentlich in dem Sinne ist man ja dann nicht gescheitert, sondern man ist dem gerecht geworden. Aber wir leben schon so sehr im Schädel. Ja. Und ich verstehe, dass man eine schöne Aufgabe weitermachen will, das ist klar. Aber dass man so von Kopf bis Fuß das dann als Scheitern empfindet, wenn es aber nur das Gehirn blöd findet. Ist also ich habe das in diesen Tagen leider nicht so trennen können. Der Rest sagte vielleicht, danke endlich oder so. Also zum Leben danach gehört auch ein Haus, das Sie sich bauen, in einem, an einem sehr schönen Ort, den wir auch schon besichtigen konnten, dank eines RBB-Films. Der heißt Fleet, hat auch einen schönen Namen, sinnigen Namen, Fleet in der Uckermark. 10 Minuten entfernt von dem Wochenendhaus der Kanzlerin. Sind Sie sich schon begegnet? Wir sind uns schon öfter begegnet. Nein, ja. dort lieber. Nein, dort noch nicht, das Haus ist ja noch nicht fertig. Aber also, weiß sie das? Weiß ja, sie klar das, weiß dass sie in der Nähe sind? Und ja. Wusste die Kanzlerin hat doch da in Zernstorf um die Ecke. Nee, Hohenwalde. Ah, das dürfte man nicht sagen. Also in Aukermann. Edeka! In dem wunderschönen Brandenburg. Übrigens, ich kann nur noch mal sagen, dafür darf man ja nun mal werben. Hat mich vorhin schon ein bisschen getroffen mit Brandenburg, wenn das so stimmt. Ich werde heute Abend noch nachgucken. Also die Uckermark wird nicht umsonst die Toskana des Nordens genannt. Das ist eine der schönsten Landschaften Deutschlands, wo der liebe Gott vor 10.000 Jahren die Eiszeit noch mal drüber geschickt hat und hat daraus etwas geformt, was allen Menschen eigentlich auf den Leib geschneidert ist, nämlich eine abwechslungsreiche Hügellandschaft mit 300 Seen, mit Wiesen, mit Feldern und die so geformt, weil wir beim Sex waren, in den 10 Minuten schon nicht mehr, das ist eine Po- und Busenlandschaft geworden, wenn man da drüber guckt. Ich kann Sie allen nur empfehlen, wer einmal in der Uckermark war, Kanzlerin ist ein Beweis dafür, geht da nie wieder weg. Das ist zu Brandenburg, meine Liebe. Der Werbeteil musste jetzt mal sagen. Aber wir haben alles schön und gut. Alles schön und gut, aber wir haben erfahren, dass an Ihrem Ort da Fleet, zwar alles sehr schön aussieht, aber die Leute reden nicht mehr untereinander. Ja, das hielt man sich, ja. Ja, na, der RBB weiß, wovon er spricht. Das sagt man über die Norddeutschen auch. Das ist auch völlig also, es gibt so diesen Urspruch, der ist ja in der Uckermark zu Hause und nach Norden, nach Vorpommern sowieso, dass wenn dann gerade im Winter die 6 Bauern, die es noch gibt, im Kneipentisch sitzen und ein Tourist kommt rein und dann sitzt der da und dann gucken alle hoch über ein Bierglas und sagen, Tag. Und nach einer Viertelstunde wird er unruhig und sagt, redet ihr überhaupt nicht, weil was ist denn hier los? Und so gucken die ihn wieder an, ganz entgeistert und sagen, Entschuldigung, Mann, wir müssen ja noch Tschüss sagen. Naja, also, das reicht dann auch. Ich meine, man hat sich ja manchmal alles gesagt in so einem Dorf und da muss man nicht jeden Tag noch ganz viel reden. Ne? Aber wir haben ja einige heute hier in der Runde, die sich für ein dörfliches Leben entschieden haben, wenn auch nur am Wochenende. T.S. Ullmann zum Beispiel, Hemmoor. Ja, muss man sagen. Ja, und du hast in einem Song den Satz, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie, du kriegst die Leute aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Leuten. Was meinst du damit? Was ich damit meine? Oh Gott, bitte, du hast was gemeint, oder? Ich lebe ja in Berlin und sowas und manchmal geht man so nachts um 2 aus dem Studio nach Hause und man guckt sich so ein Haus an, dann überschlägt man, dass es wahrscheinlich immer noch einen Hinterhof da gibt, dann wohnen vielleicht so 380 Leute wohnen. Also, das ist zu viel, so viele Leute sollten nicht da. Und mir kommt das aber so vor, dass in der Großstadt die Leute vom Dorf, so wie ich, die suchen und finden sich dann irgendwie aber auch so relativ schnell. Von denen so, halt, wo das dann in der Großstadt vielleicht dann über dieses Moin, Tschüss, hinweg, so von denen so, Moin, was hast du gemacht? Ja, dass man so schneller in Kontakt kommt. Und so. In der Großstadt? Oder auf dem Dorf. Dass man dann, weil man sich seltener trifft, muss man mehr miteinander reden sozusagen. Also das, warum sind die Amerikaner so kommunikativ? Weil wenn man sich in der Mitte trifft, dann muss man halt ein bisschen sammeln unterm Cowboy-Hut. Hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was ich erzählt habe. Doch, ich hab's verstanden. Irgendwann habe ich es verstanden. Herr Platzek, dieses Haus sollte ja zu Ostern fertig werden. Das schafft man nicht. Wenn Sie so hören,
etwas kann nicht fertiggestellt werden. Haben Sie da eine besondere Sensibilität? Ja, es gehört zu den Dingen, die wir waren vorhin bei Scheitern, die mich auch beschäftigen, weil das ist für die ganze Region Berlin, es geht ja um den Flughafen, das denke ich ja. Nein, wir wollten nicht über den Flughafen. Naja, mein Lieber. Kein Mensch hat die Absicht, einen Flughafen zu bauen. Es ist deshalb, sage ich hier mal, auch ganz klar, so schade, auch so peinlich, nehme meine Verantwortung da auch mit ins, ziehe die mit ins Kalkül, weil Brandenburg hatte einen ganz schweren Start 1990. Wir hießen ja früher mal die Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches. Das sagt ja schon viel. Wir waren vom lieben Gott an vielen Stellen, was Strukturen angeht, Industriestrukturen und so, nicht sehr versorgt. Wir gehören heute zu den ersten Bundesländern, die ihre Schulden zurückzahlen. Wir nehmen nicht nur keine neuen mehr auf, sondern wir zahlen Schulden schon hunderte Millionen zurück. Wir haben junge Menschen, die nicht mehr weggehen, sondern wiederkommen. Das alles ist an sich schön und könnte diesem Land unheimlich zur Ehre gereichen. Leider wird das für die Region alles zugedeckt durch diese Monsterpleite, dass der Flughafen nicht rechtzeitig eröffnet werden konnte. Und das tut mir weh und das tut mir auch leid und das tut mir für alle die leid, die für die anderen Erfolge, die dabei so ein bisschen untergehen, 20 Jahre hart gearbeitet haben. Und kann jetzt nur hoffen, dass da wirklich alle Kräfte angestrengt werden, weil dieser Flughafen wird mal funktionieren. Da bin ich mir ganz sicher, und zwar gut, weil er ist gut konzipiert, er ist an sich gut gebaut, man kann ihn sich auch angucken, er steht ja da. Und wenn irgendwann diese Brandschutzanlage endlich funktioniert, weil diese Region hat es nicht verdient, sage ich mal, permanent nur mit diesem einen Projekt. Ich bin ganz sicher, Ihr Haus wird bis dahin lange fertig sein. Ja, und Judith hat gesagt, wir lieben es, Geschenke zu machen. Ihr, es hat uns ganz besondere Freude gemacht. Ich hoffe, Ihnen macht es auch ein bisschen Spaß. Es ist nämlich, ich hoffe, es kommt noch. Das ist großartig, wir haben es noch nicht, aber gleich. Vielen Dank, Britta. Können Sie erkennen, was es ist? Ich gebe zu, es ist schwierig. Es ist ein Apfelbaum. Doch, ja. Eine dieser drei Sorten ist es, ja. Nicht der saure, den Sie vorhin moniert haben. Und man hat uns versprochen, am Tag 9 Grad bei Dauerregen und bis zu 24 Grad im Südosten Bayerns. Am Sonntag regnet es noch im Norden, sonst mal Sonne, mal Wolken.